Der frühere Verwaltungsratschef des Autobauers Nissan, Carlos Ghosn, wird voraussichtlich am Dienstag in Tokio vor Gericht erscheinen. Ghosn hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, um den offiziellen Grund für seine Untersuchungshaft zu erfahren. Er und der Nissan-Manager Greg Kelly waren am 19. November in Tokio festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, gegen Börsenauflagen verstoßen zu haben. Kelly wurde inzwischen gegen Kaution aus der Untersuchungshaft freigelassen. Ghosn blieb wegen weiterer Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen ihn in Haft.